Edelstahl wird idealerweise mit Fein-HM-Ultra-Kernbohrern gebohrt. Es können auch Fein-HSS-Kernbohrer verwendet werden, deren Standzeit jedoch geringer ist. Fein empfiehlt, HM-Ultra-Kernbohrer zu verwenden. Bei Edelstahl handelt es sich in der Regel um nicht magnetisierbares Material. Deshalb muss eine geeignete, als Zubehör erhältliche Feinspannvorrichtung, zum Beispiel eine Vakuumplatte oder eine Ansaugplatte, verwendet werden. Prüfen Sie die Haftung der Ansaugplatte. Positionieren Sie die gerüstete Kernbohreinheit auf der Ansaugplatte an der markierten Bohrstelle und aktivieren Sie den Elektromagneten für einen stabilen Halt. Stellen Sie die Drehzahl auf die langsame erste Getriebestufe und starten Sie den Bohrmotor. Reduzieren Sie nun die Drehzahl durch Drücken der Slow-Taste um rund 30%. Achten Sie während des gesamten Bohrvorgangs auf ausreichende Kühlmittelzufuhr. Achtung! Um zu verhindern, dass die Ansaugplatte beim Anbohren von der Materialoberfläche abgedrückt wird, muss der Anbohrvorgang sanft und gefühlvoll durchgeführt werden. Der Abbau des Kernbohrsystems geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Kernbohreinheit abnehmen, Ansaugplatte lösen und vom Material nehmen.